bisschen was von Yoda. Also das Spiel generell ist so eine Mischung irgendwie aus. Ja, ich weiß nicht, was habe ich denn alles schon gespielt, was so ähnlich ist? So die Stanley-Parabel, Portal. Hier, wie hieß das alte noch mit dieser Villa, wo auch sowas war, wo man so hier so Dimensionen hatte. Ich komme nicht mehr drauf, aber das gab es auch noch. Also das Spiel ist witzig, ich mag es, aber es tut meinem Gehirn weh. So, haben wir jetzt schon 7 Uhr? Ja, hurra, wann steht der Typ denn hier normalerweise auf? Okay, gehen wir jetzt diesmal geradeaus. In den Relaxation Room. Wenn das nachher nicht. Wenn das nicht nach Relaxing aussieht, dann weiß ich auch nicht. So. Oh, geil. Erstmal ein Durchrelaxen hier. Zack. So. Und. Ja, reicht dann auch. Hübsch! Gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Zack! Da ist der Ausgang, rechts um die Kurve. Hier ist wieder Dr. Pierce Glenn. Hello. Glenn Pierce. Dr. Glenn Pierce. Sag ich ja. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Das heißt, ich soll noch mal chillen gehen. Aber der Film ist langweilig. Ich gehe weiter. Ja, den Raum kenne ich. Einmal wieder Backpulver. Direkt in die Tonne. Und weiter geht's. Ah! Okay. Ja, da ist die Tür drin. Muss ja größer machen und wie ich gerade gelernt habe, nicht zu groß oder zu klein, sondern so, dass man das als ordentliche Tür ist. Vielleicht ein bisschen niedrig, aber man kriegt das hin. So. Okay. Oh, verdammt, das war kein Backpapier. Egal. Oh, das ist der Automat kaputt. Macht man es einmal falsch? Ach Mann. Egal. So. Jetzt im Kreis gelaufen. Nochmal rein. Links rum. Auch ein links rum. Ah! Aber die ist zu klein. Ah, okay, ich verstehe. Tap, 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 da, da. Macht das Haus einfach größer. Und dann passt die Tür. Yeah, sag ich doch. Zack, zack, zack. Noch nicht ganz, es muss noch viel größer sein. Macht das Haus noch viel größer. Ah, jetzt habe ich es auf dem Kopf. Ah. Ja, das sollte groß genug sein. Och. Jetzt ist das so langsam, weil ich jetzt so klein bin in dem Haus. So, so, so. Und zack. Dr. Glenn Pierce hat keine Nachricht für mich. Dafür habe ich ein Radio. Okay. Und hier geht's weiter. Und hier ist ein Fernseher. Aber das Programm ist scheiße. Ich nehme das Radio mit. Wer weiß, wofür man es noch brauchen kann. So, zackedi zack, zack. Da ist ein richtiges Radio. Mit einem Blink-Blink. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier,
please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Okay, alles klar. Wir gehen mal weiter. Folge einfach dieser roten Schnur. Ich habe das Gefühl, dafür ist die da. Ich weiß, warum der Fernseher nicht funktioniert. Moment mal. Müsste der Strom nicht aus der Steckdose kommen und nicht aus... Egal. Es ist Wireless-Strom, nehme ich mal an. Okay, wir gehen einfach weiter. Warum quietscht diese Lampe wie ein Stuhl? Okay, was haben wir hier Schönes? Es ist ein großer Raum. Es steht ein Jenga-Turm da. Kann ich jetzt hier... Nein. Ah, ich ahne. Ich ahne etwas. Ja, er wippelt und er wappelt. Aber noch nicht genug. Wir brauchen einen noch größeren Ventilator. Jawohl. Und da hinten ist die Tür, die Tür, die Tür. So. Schön leise hier drin. Was haben wir jetzt hier? Achtung, der Boden ist nass. Hier komme ich nicht durch. Ich habe das Fenster mitgenommen. Okay. Offensichtlich gehen wir jetzt einfach durchs Fenster. Das Fenster ist auf mich draufgefallen. Ob das wohl so sinnig war oder ob das so gewünscht war? Ich muss das Fenster noch ein bisschen größer machen. Zack. Zappeli zapp. So. Alles klar. Ein bisschen nicht so ganz sauber dann die Engine und sowas angeht, ne? Na egal. So. Ich hätte das Fenster nicht ganz so groß machen sollen. Das kann ich wieder nicht hochheben, aber das ist dann wieder Normalgröße. Zack. Und jetzt bin ich im öffentlichen Freibad. Ich weiß es nicht. Okay. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. Okay. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Sehr demotivierend, danke. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben hier ein Handtuch, okay. Hier sind mehrere Handtücher. Es verdichtet sich der Eindruck, dass ich hier im örtlichen Freibad bin. Oder Hallenbad. Okay, oh, es gibt einen Sprungturm. Da will ich bestimmt hoch. Hopp. Ah, da ist eine Tür, ich weiß, aber ich will erst auf den Sprungturm. Ich will auf den Sprungturm! Ah! Ich bin nämlich in echt ein Schisser und gehe nie auf den Sprungturm im Freibad. Das will ich wenigstens hier einmal machen. Oh, kann man nicht. Och Mann. Naja, dann hier. Hui! Also eine Hüpfburg im Schwimmbad wäre auch eine geile Geschichte, oder? Ah, die ist ja nicht groß genug. Größer! Hui! Huh. Immer noch nicht. Aber wie? Hä? Ah, I understand. Okay. So, warte, wir müssen hier hoch, dann hier hoch. Und dann können wir das noch größer machen. So. Jetzt ist die Tür auch groß genug, um da durchzugehen. So.
Jetzt sind wir dann im Lüftungsschacht gelandet. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay, aber warum? Wo ist der Lüftung? Hä? Ich muss bestimmt da oben hin irgendwie. Da ist der Lüftungsschacht. Das heißt, ich muss das Ding hier noch größer machen. Da! Ah, okay, ist natürlich voll klein geworden, oder? Ich sehe nichts. Oh, okay, jetzt ist es groß genug. Aber jetzt komme ich nicht mehr hoch. Schade. So, hä? Okay, also ich gehe hier rein. Da bin ich in dieser Burg. Und sehe da die Burg. Und jetzt kann ich die Burg bestimmt, wo ist die Tür, da drehen und dann da oben drauf stellen. Und dann müsste ich, wenn ich hier durchgehe, an dieser Tür sein. Ha! Bam! Sven ist ein Genie, Sven ist ein Genie. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. Und ich möchte Ihnen danken für triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Danke. Gut, gut. Dann gehen wir mal. Oh, warte, aus welchem bin ich rausgekommen? Aus dem hier, ne? Hä? Aus keinem von den beiden. Da oben will ich bestimmt hin. Oh, die Schwerkraft hier ist auch wieder ganz anders. Ah, die sind verbunden. Okay. Das heißt aber, wenn ich das jetzt... Ich muss die aufeinander stapeln, ne? Ist zu groß, so. Zack. Zack. Ein bisschen höher muss das schon. So, vielleicht. Reicht das? Gucken wir mal. Ja! Nope, es reicht nicht. Ah, weil es an der oberen Kante ist dann jetzt. Muss einfach ein bisschen größer machen, das erste. So, das muss weg. Aber hier haben wir echt eine ganz komische Schwerkraft. So. So. Okay. Also wenn wir das hier so groß machen, dass es da drauf zeigt. So vielleicht. Das ist schon fast zu groß, aber könnte gehen. Und dann das kleine Ding da oben drauf stellen. Aber so umdrehen. Daneben. Das muss da schon drauf. Ja, fast. Ihr versteht, was ich vorhabe, ne? So, es muss da oben so drauf. Ein bisschen blöd mit der Perspektive. Nein! Ja, perfekt! Genau so wird es funktionieren. Okay, jetzt gehe ich nämlich einfach hier rein und bin dann da. Ha! Genau wie geplant. Okay. Jetzt bin ich auf einem gigantischen Schachfeld. Und ich habe das Gefühl, ich hätte das nicht ganz so groß machen sollen, weil ich jetzt ungefähr in Zeitlupe durch die Gegend laufe. Kann ich das Haus da holen? Ja, komm einfach hier, damit sie nicht so weit laufen, Haus.
gefällt das jetzt alles? So eine Zeitlupe hier auf dem Mond gelandet? Ich komme, Haus. Ich komme zu dir. In Zeitlupe. Beobachten Sie, wie wir an dem Pferd und an dem Turm vorbeilaufen. Und diese gigantische... Diesen gigantischen Pappbecher. Ich wollte sagen, das ist das gigantische Cola-Ding, aber... Ich wollte ein fancieres Wort dafür haben. Wenn ich jetzt hier runterfalle, komme ich dann jemals wieder weg? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Ach so, jetzt ist der Aufzug. Ah, okay. Ich hätte mir das auch ein bisschen kleiner machen sollen. Ich komme, Aufzug. Ich komme zu dir. Ich bin der kleine Mäuse-Sven. Ja. Piep, piep. Okay. Der Aufzug, er geht auf. Also der Bewegungssensor erkennt also auch die kleinsten Mäuse. Hervorragendst. Dab, 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 di, dab, 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 dab. So. Abwärts geht's. Hoffentlich bleibe ich jetzt nicht so klein. Ja, Ladebildschirm. Hurra!